aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Bei den anderen Kolonien waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Los geht's! Feinde vor uns! Erschießen Sie sie, bevor sie ihre Schilde ausschalten. Haben Sie das gehört? Seltsam. Bei den anderen Kollegen waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Ich habe keinen. Systeme hochgefahren. Geh am Boden! Ich habe einen Beschuss! Erschießen Sie sie, bevor Sie Ihre Schilde ausschalten. So muss es sein. Nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Alle Feinde beseitigt! Die sehen Sie, Shepard! Los geht's! Sabotage entdeckt.
keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Dafür soll ich für Sie die Angriffe auf die Kolonien der Menschen untersuchen. Sie verzeihen, dass wir Ihren Worten keinen Glauben schenken, Cerberus. Es ist durchaus unser Recht, Angriffe auf Kolonien der Menschen zu untersuchen. Aber ich würde gerne wissen, was die Quarianer hier zu suchen haben. Waffen runter, Praser! Was immer hier vor sich geht, wir können das bestimmt kampflos regeln. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Ist das nicht seltsam, ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Vito ist der Einzige, der uns sagen kann, was hier vorgefallen ist. Wir sollten ihn gemeinsam suchen. Gute Idee. Man braucht sowieso zwei Teams, um an den Drohnen vorbeizukommen. Arbeiten wir jetzt mit Cerberus zusammen? Nein, Praser. Sie arbeiten für mich. Und wenn Sie keine Befehle befolgen können, dürfen Sie gerne auf dem Schiff warten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Halten Sie auf alle Fälle Funkkontakt. Mach ich. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Bereit. Ich hab's! Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Perfekt. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Schön! So muss es sein! Erwischt! Schluss und Tod! Perfekt! Ja! Heilung, Shepard! Wir sind im Inneren der Ladung!
Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Verteidigen. Jungsysteme aktiv. Mit Überlastung schalten Sie Ihre Schilde aus. Verteidigung offline. Das sieht interessant aus. Monster kommt zurück. Max, beschütze mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein, 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 nein. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Hey, ich rede mit ihnen. Na toll. So eine weite Reise und dann ist unser einziger Zeuge ein brabbelnder Irrer. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Max, beschütze mich. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Kein Entkommen. Kann mich nicht ewig verstecken. Schwärme finden dich. Monster finden dich. Keine Hoffnung. Kein Entkommen. Vitor, ich bin hier, um Sie zu beschützen. Ich lasse nicht zu, dass die Monster Sie erwischen. Versprochen. Muss mich verstecken. Muss mich verstecken. Sie sind ein Mensch. Wo haben Sie sich versteckt? Wieso haben die Sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn Sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt.
Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Danke, dass Sie uns alles erzählt haben. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe sie untersucht. Die Monster, die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vito ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitos Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Er ist traumatisiert und braucht medizinische Versorgung. Tali gibt uns die Daten aus dem Universalwerkzeug und bringt ihn dann zur Flottille. Verstanden, Commander. Danke, Shepard. Freut mich, dass Sie hier nach wie vor die Befehle geben. Viel Glück da draußen. Wenn ich etwas finde, das Ihnen vielleicht hilft, lasse ich es Sie wissen. Wir sind bereit zur Abholung. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Die Quarianer haben uns die Ergebnisse von Vitors Befragung übermittelt. Nichts Neues. Aber angesichts unserer Vergangenheit ein überraschender Olivenzweig. Wir beide haben unterschiedliche Methoden, aber angesichts der Ergebnisse kann ich nichts dagegen sagen. Denken Sie hin und wieder darüber nach, auch mal fair zu spielen? Diplomatie ist großartig, wenn sie funktioniert. Aber wenn einen alle für eine Bedrohung halten, ist das schwierig. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Sagen Sie mir, was Sie über diese Kollektoren wissen. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden Sie so schnell, wie Sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Warum ist das Omega-4-Portal unerforscht? Was wissen wir darüber? Nur, dass kein Schiff es je durchstoßen hat und wieder zurückgekehrt ist. Wir vermuten, dass das Portal auf Schiffe der Kollektoren anders reagiert und sie sicher passieren lässt. Wenn sie Portale manipulieren können, ist das ein weiterer Hinweis auf eine Verbindung mit den Reapern. Irgendeine Idee, warum sie sich plötzlich auf Menschen konzentrieren? Wenn sie für die Reaper arbeiten, kann alles Mögliche dahinter stecken. Die Menschen haben eine große Rolle bei der Zerstörung der Sovereign gespielt. Vielleicht hat das ihre Aufmerksamkeit erregt. Mich beunruhigt eher, warum sie die Kolonisten entführen. Sobald sie gelähmt sind, könnte man sie doch einfach töten.
Was haben die Kollektoren von diesen Geschäften? Die Kollektoren sind nicht gerade mitteilsam, was ihre Motive angeht. Grob gesagt suchen sie nach Spezies mit seltenen genetischen Mutationen oder Abnormalitäten. Sie bezahlen Sklavenhändlern und Söldnergruppen enorme Summen für die Beschaffung solcher Exemplare. Und dann verschwinden sie wieder. Aber bisher war noch nie eine einzelne Spezies ihr Ziel. Und bisher ging es immer um ein paar Dutzend Exemplare, nicht um Zehntausende. Sie verschweigen mir etwas. Woher wissen Sie, dass die Reaper etwas damit zu tun haben? Schlussfolgerungen. Tief in unserem Datenmaterial verborgen. Der Rat und die Allianz wollen glauben, dass die Reaper-Bedrohung mit der Sovereign gestorben ist. Wir beide wissen es besser. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Wenn das ein Krieg ist, brauche ich eine Armee. Oder ein richtig gutes Team. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich Ihnen und Ihrem Team Bescheid. Seien Sie bereit. Behalten Sie Ihre Liste. Ich will Leute, denen ich vertraue. Dieselben, die mir gegen Saren und die Geth geholfen haben. Das war vor 2 Jahren, Commander. Die meisten machen jetzt was anderes. Oder ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Wo ist Garrus Vakarian? Der Turianer ist einige Monate, nachdem man sie für tot erklärt hatte, verschwunden. Nicht einmal wir konnten ihn aufspüren. Wo ist Kaidan Alenko? Er ist immer noch bei der Allianz. Wurde befördert, soweit ich weiß. Seine Akte hat eine überraschend hohe Geheimhaltungsstufe. Wo ist Erdnot Rex? Er ist nach Tuchanka zurückgekehrt und hat den Planeten seit über einem Jahr nicht verlassen. Er versucht, die kroganischen Clans zu einen. Was ist mit Tali? Sie hat uns schon auf Freedom's Progress geholfen. Das war unerwartet. Ich brauche mehr Informationen, bevor ich das genehmigen kann. Wo ist Liara Tassoni? Sie ist auf Ilium. Meine Quellen sagen, dass sie für den Shadow Broker arbeitet. Wenn das stimmt, kann man ihr nicht trauen. Okay, schon klar. Sie sind nicht verfügbar. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, Shepard. Sie kriegen, wen Sie brauchen. Ich bin immer noch ein Spectre. Vielleicht kann ich den Rat dazu bringen, uns zu helfen. Wenn Sie glauben, dass Sie das schaffen, nur zu. Aber bedenken Sie, Sie waren lange weg. Die Dinge haben sich verändert. Sie sind für die Kollektoren zuständig. Ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. 2 Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens. Fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker. Das sagt die Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück, die Sache hatte jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte angesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag. Deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemandem, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Thank you.
was, Commander? Jetzt braucht sie nur noch einen Namen.